Zuerst aber wollen wir uns noch mal die schönsten Momente dieses Pokalabends anschauen, dieser Pokalwasserschlacht im Ludwigspark. Der Außenseiter, der Underdog, der Pokalschreck. Der 1. FC Saarbrücken hat mit Borussia Mönchengladbach den 3. Bundesligisten im Ludwigspark abserviert. Frank Grundhefer mit den Highlights eines bemerkenswerten Fußballabends. Surreal. Unglaublich. Einfach nicht zu fassen, was da gestern passiert ist. Kann selber ehrlich gesagt noch gar nicht glauben. Einfach wieder krank, ne? Völliger Wahnsinn. 90 plus 3. Wieder in der Nachspielzeit. Brünke und Co. Sie sind die Last-Minute-Künstler des DFB-Pokals. Ich bin einfach nur verdammt stolz heute auf jeden Einzelnen in der Mannschaft. Ja, das sind dann so die Momente, die uns eben halt ausmachen dann als Team, dass wir dranbleiben, dass wir dann über die Grenze gehen. Und die Jungs sind bis zum Kotzen heute gerannt. Und sie lassen sich auch von einem Rückstand nicht umhauen. Wie schon gegen die Bayern gleichen sie schnell aus. Amin Naifi mit dem 1-1. Danach wird verteidigt, was das Zeug hält. Um dann zuzuschlagen. Sieg in der Nachspielzeit gegen den KSC, gegen die Bayern und jetzt gegen Gladbach. Das ist ein unfassbarer Moment, den wir einfach genießen können. Fehlen einem die Worte. Und der Matchwinner heißt Kai Brünke. Sein Treffer bringt das Stadion zum Überkochen. Wir sind einfach unfassbar glücklich und denken, ja, einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Tja, einfach Wahnsinn. Mehr Bilder vom Spiel später bei Carmen Bachmann im Sport. Jetzt zu den Fans, die waren natürlich vollends aus dem Häuschen. Nach dem Spiel haben viele in den Saarbrücker Kneipen weitergefeiert oder die Siegesfeier einfach auf die Straßen verlegt. Felix Schneider war nach Abpfiff in der Stadt unterwegs. Fantastisch. Und war einfach, ich habe keine Worte mehr und auch keine Stimme mehr eigentlich. Alle Kräfte gespart bis zum Schluss und dann zugeschlagen. Das war hervorragend. Haben wir die geheult? Jetzt fahren wir nach Berlin. Jetzt ist Berlin. Die Stimme war wieder hervorragend. Ich hatte die Stimme verloren. Ohne Witz. Ich hatte die Stimme verloren. Weltklasse. Super. Ein gutes Match. Wir waren in einem Rausch. Alle zusammen. Fantastisch. Wahnsinn. Spannung bis zum Schluss. Ja! Auch der Dauerregen vor und nach dem Spiel trübt die Stimmung der Saarbrücker Fans nicht. Hunderte treffen sich an der Sportklause auf dem Rodenhof, um auf den Einzug ins Halbfinale anzustoßen. Die Fans sind stolz auf ihr Team. Richtig, richtig gut. Es war richtig laut im Block. Und die Fans haben alle zusammengehalten. Es ist Endfamilie. Und wir haben die ganze Zeit an die Mannschaft geglaubt. Und im letzten Moment haben sie es gemacht. Mega. War wieder das Highlight. Schlecht weg. Und der Platz rennt jetzt weg. Ist egal. Ganz erkämpft, ja, nie aufgegeben. Und in der Nachspielzeit haben sie einfach alles gelb, alles hingeworfen. Und dann haben sie noch das 2-1 gemacht. Und sind verdient im Halbfinale. Und jetzt fahren wir nach Berlin. Immer wieder zünden Unbekannte auch Raketen und Böller. Die Polizei geht nun 27 Einsätzen von Pyrotechnik nach. Die Anhänger des FCS haben in der Nacht noch einiges vor. Jetzt treffe ich mich mit meinen Kollegen. Wir fahren nach Hause und ich gehe davon aus, wir gehen noch auf ein Bier. Feiern! Na, Frosch? Jawohl! So kurze Nacht überlebt man auch mal. Und ja, wir gucken, dass wir morgen für Mathe die erste Stunde noch mal halb fit sind. Saufen. Gibt's kein Ende. Moin, ist der Krankenschein da, Chef, wenn du das siehst. Holy moly, let's go! Wegen des schlechten Wetters ist in der Innenstadt ansonsten eher wenig los. In den Kneipen dagegen reger Ansturm. Für die Fans ist klar, das nächste Spiel wird anders. Kaiserslautern wird vielleicht nicht so extrem das Spiel machen wollen, wie jetzt die Erstligisten das gemacht haben. Und wir hoffen natürlich auf Berlin, aber es wird auf jeden Fall wieder eine enge Kiste. Die Polizei spricht von einem ruhigen und friedlichen Einsatz. Mehr als 300 Beamte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben die Veranstaltung gesichert. Es gab jedoch einige Fälle von Körperverletzung und Sachbeschädigung. Drei wurden bereits angezeigt. Den Anhängern des FCS bleibt diese historische Nacht sicherlich lange im Gedächtnis.
Da muss man mitzählen können. Guten Abend. Was für ein Abend gestern mal wieder, können wir unfassbarerweise sagen. Der Rasen hält. Saarbrücken macht in der fast allerletzten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer und kegelt nun auch Borussia Mönchengladbach aus dem Pokal. Wenn kleine Männer feuchte Augen haben und große Männer auch, dann muss etwas ganz Besonderes passiert sein. Ja. Der FC hat auch den dritten Bundesligisten ausgeschaltet. Wenn das einer vorher irgendwie diesen Weg so erklärt hätte und glaub drauf gewettet hätte, der wäre ein reicher Mann geworden. Reichlich Arbeit steht heute Vormittag an. Wenn so viele Interviews geführt werden, dann muss etwas ganz Besonderes passiert sein. Und zwar etwas, was kaum zu erklären ist. Das Siegtor. Wieder in der Nachspielzeit, wie schon gegen Karlsruhe und gegen die Bayern. Und auch am nächsten Morgen ist das alles noch nicht wirklich zu verstehen. Also ich habe mir die Szenen ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube 80 Mal auf Deutsch angeschaut und 70 Mal auf Englisch. Aber es ist irgendwie trotzdem noch nicht angekommen, dass wir das jetzt wieder geschafft haben. Das ist einfach unglaublich. Eine immense Leistung der kompletten Mannschaft, vom Staff, von den Fans, die da auf den Rängen ja 90 und drüber hinaus Vollgas-Stimmung gemacht haben. Kann man sagen, einfach geil. 90 plus 3. Zivea schickt die Michele Sanchez und der bedient Kai Brünker. Für Saarbrückens Stoßstürmer schon der dritte Treffer im Pokal. Dazu eine Torvorlage. Seine Bilanz überragend. Und wenn so gejubelt wird, dann muss etwas ganz Besonderes passiert sein. Krass. Also muss man, es ist nicht irgendwo zu begreifen. Gerade wenn man sieht, gegen wen wir halt gespielt haben. Also es war jetzt nicht irgendwie Losglück und man spielt gegen schwächere Zweitligisten nur und kommt da irgendwie durch. Sondern wir haben halt richtige Bretter vor der Brust gehabt mit Bayern, Frankfurt und jetzt Gladbach. Saarbrücken gewinnt, weil Ziels Truppe wieder einen Rückstand dreht. Vor dem Tor eiskalt ist und sehr, sehr ordentlich und leidenschaftlich gegen den Ball arbeitet. Deswegen waren wir eigentlich auch nicht bange vor einer Verlängerung, weil es die Mannschaft sehr gut verteidigt hatte. Das hat sich für Kai Brünker auf dem Feld ein bisschen anders angefühlt. Ich habe mir selber gedacht, boah, wenn es jetzt in die Verlängerung geht, dann wird es wirklich schwer, weil wirklich von allen so langsam die Kräfte nachgelassen haben. Und war einfach der optimale Zeitpunkt wieder. Sie sind die Spezialisten für Tore zum optimalen Zeitpunkt. Auch darum ist gestern wieder etwas ganz Besonderes passiert. Zum zweiten Mal in nur 4 Jahren steht der FC im DFB-Pokal-Halbfinale, trifft dort auf den FCK und darf vom Finale in Berlin träumen. Ich habe mir jetzt selber auch schon im Kopf, wirklich habe ich mir das so vorgestellt, wie ich im Olympiastadion stehe. Das will ich mir persönlich echt nicht nehmen lassen und auch den Jungs. Und so ist es beileibe nicht abwegig, dass auch gegen Kaiserslautern wieder etwas ganz Besonderes passiert. Dieser Traum, der lebt jetzt wieder. Deshalb ist unser FCS-Experte Frank Rundhefer zu mir ins Studio gekommen. Frank, am 2. April kommt der erste FC Kaiserslautern, Riesenderby, der Gegner, den man sich gewünscht hat. Hat der FCS da eine Chance? Warum nicht? Sie haben jetzt gegen 3 Bundesligisten gewonnen. Sie haben mit Karlsruhe schon einen Zweitligisten geschlagen. Also ich sehe die Möglichkeiten absolut gegeben. Seltsamerweise ist auch schon so ein bisschen dieses Gefühl jetzt nach diesen Siegen der 1. FC Saarbrücken sei da favorisiert. Da muss man natürlich echt auf die Bremse treten. Kaiserslautern ist Zweitligist, ist zwar ein bisschen am Straucheln. Deshalb sage ich auch, das ist ein schlagbarer Gegner. Aber natürlich muss man trotzdem aufpassen. Für möglich halte ich es aber absolut.
Das Spiel ist am 2. April, ich habe es gerade gesagt, das ist der Dienstag nach Ostern, Ostersamstag, 3 Tage vorher ein Ligaspiel. Der Rasen war gestern in der 2. Halbzeit echt nicht mehr gut. Wird die Stadt danach bessern? Auf jeden Fall. Wir haben da heute noch mal nachgefragt und da heißt es auch gerade so, in der Mittelachse sieht der Platz wirklich nicht gut aus. Also da kann er die Nässe einfach nicht ableiten. Das ist ein großes Problem, auch nachdem er neu verlegt wurde. Das hat man dann gestern, wie du gesagt hast, in der 2. Hälfte auch noch mal eindeutig gesehen. Sie werden ihn jetzt hegen und pflegen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zu diesem nächsten Heimspiel. Und dann kann man dieses Spiel gegen Essen auch als Generalprobe nutzen für das DFB-Pokalspiel dann 3 Tage später. Der FCS hat jetzt durch diese Pokalserie, durch diese Siegesserie ziemlich viel Geld eingenommen. 7 Millionen insgesamt, 3,5 allein gestern. Was passiert denn mit dem Geld? Ja, was passiert damit? Ich kann nur sagen, was ich damit machen würde, wenn ich das hätte. Ich sehe halt eine Riesenmöglichkeit, jetzt in Mannschaft zu investieren. Also wenn du diese finanziellen Möglichkeiten jetzt hast, die du dir selber erarbeitet hast, warum nicht investieren, um dann wirklich mal dieses lang ersehnte Ziel, Aufstieg in die 2. Liga, richtig anzugehen, zu forcieren. Also natürlich kann man auch in Steine noch mal investieren, in Trainingsgelände. Aber für mich, ich denke so, ja, der Hauptfokus sollte auf der Mannschaft liegen, denn dann erhöhst du natürlich unglaublicher die Möglichkeit, in die 2. Liga mal aufzusteigen. Du hast gesagt, Kaiserslautern ist ein schlagbarer Gegner. Das heißt, Finale in Berlin, wer gesetzt? Nehmen wir an, Leverkusen ist der Gegner. Und geht dann der 1. FC Saarbrücken automatisch in die Europa League, weil Leverkusen ja Meister wird? Nee. Eben, das ist so ein Missverständnis. Sollte Bayer Leverkusen Meister werden, wovon man ja ausgehen kann, dann war es früher so, dass der 1. FC Saarbrücken als unterklassiger Club dann nachgerutscht ist. Das ist aber seit ein paar Jahren nicht mehr so. Das heißt, Saarbrücken müsste tatsächlich DFB-Pokalsieger werden, um europäisch zu spielen. Also Bayer Leverkusen schlagen und ist ja machbar in der Nachspielzeit. Ja, das waren die, gegen die Sie letztens dann rausgeflogen sind, als Sie schon mal so weit gekommen sind. Vielen Dank, Frank, dass du da warst. Das Match gestern ist nicht nur in Saarbrücken und Deutschland, es ist rund um die Welt verfolgt worden. Sven Roland hat die Reaktionen aus dem Netz. And again, this is it. This is what Saarbrücken do so well. Still going strong. Can they find the cross? They can! They've done it again! FC Saarbrücken have done it again! This team is incredible! They are cup killers! Das ist ein Drittligist im Halbfinale vom DFB-Pokal. Die im Ausland, wenn die das lesen werden, die werden Pferderennen im Kopf haben. Die werden nicht wissen, was da losgeht. Avec Amine Naïfi à l'entrée de la surface de réparation, la frappe! Évidemment qu'il faut la prendre au sérieux, cette équipe de Saarbrück. Bei denen, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie im DFB-Pokal gegen Leverkusen gewinnen werden. Stellt euch mal vor, Europa League nächstes Jahr. Komm jetzt! Das Tor ist unsere Chance! Das ist unsere Chance! Im DFB-Pokal sind die einfach Prime Madrid. Die sind unbesiegbar. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Ganze ist. Ich glaube, wir werden was erleben, das werden wir generationenlang erzählen können. Saarbrücken gegen Manchester United Europa League. Dem Gegner im Halbfinale empfehle ich nur, wenn der irgendwie gewinnen will, er muss mindestens 30 Sekunden tauchen können, Goldkurs im Schwimmen und die beste Badehose der ganzen Welt. DFB-Pokal gehört denen.